Hallo Römerling-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Portale in die Unendlichkeit. Psyana. Nach Tara. Ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Ich wollte wirklich nicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht, aber so sehr ich mich jetzt hier auch zusammen mit dir freuen möchte. Es gibt ja etwas, worum ich mich kümmern muss. Ich weiß. Aber wir müssen auf jeden Fall zuerst Doki und Co. gebührend danken. Natürlich. Doki, Teddy. Vielen, vielen Dank euch allen. Euch haben wir zu verdanken, dass wir jetzt hier sind. Kein Problem, die Hauptsache ist doch, dass es euch beiden gut geht. Aber die Pokémon, die euch angegriffen haben, wer waren die bloß? Gute Frage. Ich habe offen gesagt auch keine Ahnung, wer die waren. Nach Tara. Die hatten es auf die Zugangskarten abgesehen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wer diese Pokémon noch waren. Wenn sie es auf die Zugangskarten abgesehen hatten, ist ihr Ziel ja klar. Entweder wollen sie unsere Forschung in irgendeiner Form sabotieren, oder... Aber sie wollten die Zugangskarten deshalb stehlen, weil sie vielleicht selbst zum Gletscherberg, Riesengletscher, gelangen wollen. Meine Stimme ist noch nicht so ganz fit gerade. Was? Moment mal. Was hast du gerade gesagt? Du weißt schon, dass du da ganz beiläufig etwas Äußeres Interessantes gesagt hast. Ach ja, hab ich das? Ich habe doch eigentlich nur gesagt, dass sie die Zugangskarten stehlen wollten, um zum Riesengletscher zu gelangen. Zum Riesengletscher? Ja, dann bin ich ja zum Riesengletscher. Wir reden ja hier schon von dem Riesengletscher, der auf den noch nie jemand einen Fuß gesetzt hat, oder? Das haben wir so, also tatsächlich irgendwie hinkommen können? Ach so. Ich schätze... Das hatte ich euch gegenüber noch wohl noch nicht erwähnt, was? Wir zwei haben uns ja ganz der Forschung dieses Riesengletschers verschrieben. Tief im Inneren des Riesengletschers. Da drinnen muss er sich befinden. Der Riesenkristall, der all die Dinge um sich herum schweben lässt. Nach Tara ist davon jedenfalls überzeugt. Ein Riesenkristall, der die Dinge um sich herum schweben lässt. Diese Theorie lässt sich nur beweisen, indem man den Riesengletscher aufsucht. Das Problem ist allerdings der Weg dorthin. Riesige Gletscherspalten versperren den Zugang, man kommt also nicht dorthin. Deshalb dachten wir uns ja auch, uns den Verlauf der Erdseen zunutze zu machen, um einen Dungeon zu finden, der einen Ausgang am Fuße des Riesengletschers hat, damit man so die Gletscherspalten auf einfache Weise hinter sich lassen kann. Wenn es uns gelingt, solche Zugangskarten herzustellen, dann wäre es wohl möglich, den Riesengletscher zu erreichen. Das ist ja Wahnsinn. Das würde ja bedeuten, dass mit einer Kombination aller eurer Zugangskarten der Riesengletscher tatsächlich ein erreichbares Ziel werden würde. Genau. Wir müssen aber noch ein wenig an der genauen Anordnung feilen. Tja, das könnte sich jetzt eventuell leider als schwierig herausstellen. Psyana, wie es aussieht, hast du deine Zugangskarten nicht mehr. Kann das sein? Haben diese gemeinen Verfolger sie dir etwa gestohlen? Naja, selbst wenn, dann ist das nicht schlimm. Dann sind die Zugangskarten eben weg. Weißt du, Psyana, die Hauptsache ist doch, dass du gesund und munter wieder bei mir bist. Ich... Jetzt mal halblang nach Tara. Zieh bitte keine vorherigen Schlüsse. Die Zugangskarten wurden nicht gestohlen. Was? Ich weiß auch nicht. Ich wünschte fast, es wäre so gewesen. Um ehrlich zu sein. Also, ich habe da etwas getan, das ich sehr bereue. Oh. Was machst du denn hier? Bist du auch nicht verletzt? Ist alles in Ordnung mit dir? Es geht mir gut. Hier, die gehören dir. Fulikon hat Psyana die Zugangskarten überreicht. Aber meine Stimme, Leute. Sind das etwa die Zugangskarten?
Aber wie kommt es denn, dass Furikon die auf einmal hatte? Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe niemandem etwas davon gesagt. Vielen Dank. Du musst doch sicher große Angst gehabt haben. Ich und Angst? Aber nein. Ich bin total mutig. Dann bin ich ja beruhigt. Tut mir wirklich leid. Aha. Aber es geht mir doch gut. Wirklich, also bitte, bitte nicht weinen. Was ist denn hier los? Ja, ich freue mich auch nicht so. Schön, dich kennenzulernen, Siana. Ich bin die Mutter dieses Jungen. Ach, es tut mir so leid. Was ich getan habe, ist wirklich unverzeihlich. Es ist meine Schuld, dass sich dein Sohn in so große Gefahr befunden hat. Ja, in Gefahr? Dürfte ich fragen, was da überhaupt vorgefallen ist? Aber natürlich. Seit ich nach Tara aus den Augen verloren habe, war ich ja ständig auf der Flucht. Ich wollte es irgendwie bis in die Stadt schaffen. Aber die Feinde waren mir dann immer einen Schritt voraus. Ich war die ganze Zeit so nah an Raststadt dran, habe es aber nicht hineingeschafft. Ich war in Sorge um meine Sachen, die ich unterwegs zur Sicherheit versteckt hatte. Also hatte ich mich entschieden, zurück zu jener Stelle im Farbenwald zu gehen. Ah. Ich war auf dem Weg dorthin, stets in Sorge, dass mir der Feind auf den Fersen ist. Ich steuerte jedoch zielstrebig den Ort an, an dem ich meine Sachen versteckt hatte. Als ich jedoch an besagter Stelle ankam, war dort dieser Junge. Hey, du, was machst du da? Entschuldige. Die Zugangskarten. Da lagen sie all meine Sachen, wild auf dem Boden verteilt. Und darunter natürlich auch die Zugangskarten. Sind das etwa deine Sachen? Tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass sie die dir gehören, hätte ich sie nicht angefasst. Ich war viel in Panik. Wäre mein Verfolger hier aufgetaucht, wären die Zugangskarten jetzt futsch. Aber was noch viel schlimmer ist, sie könnten auch jetzt noch jeden Augenblick auftauchen und angreifen. Was sollte ich nur tun? Ich suchte verzweifelt nach einer Antwort, bis ich plötzlich eine Idee hatte. Haha, hey Kleiner, du musst mir jetzt ganz aufmerksam zuhören, okay? Okay. Nein, so geht das nicht. Er kriegt noch Angst, wenn ich so verzweifelt wirke. Ganz ruhig jetzt. Ich muss mich unbedingt wieder einkriegen. Ja, so ist es besser. Hör mal eben her, Kleiner. Das sind in der Tat meine Sachen. Aber ist da irgendwas dabei, was du gerne haben würdest? Ja, schon. Ich finde diesen roten Edelstein so wunderschön. Ach ja? Weißt du was? Dann schenke ich ihn dir. Was? Wirklich? Ja, klar. Du müsstest mir im Gegenzug allerdings etwas versprechen. Ich würde dir gerne diese Karten dafür ein Weilchen anvertrauen. Diese Karten? Ja, genau. Würdest du sie an dich nehmen, bis ich komme, um sie mir wieder abzuholen? Und noch was. Diese Karten sind unser kleines Geheimnis, okay? Kein Wort davon zu niemandem. Also, was sagst du dazu? Kannst du mir versprechen, dass du das so hinkriegst? Ja klar, wird gemacht. Ich verspreche es. Ich werde niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählen. Ich wohne in Raststadt. Komm bald vorbei, um dir die Karten wieder abzuholen, ja? Mach ich. Raschel. Dieses Geräusch. Da kommt anscheinend jemand. Also, ich mache mich dann mal langsam auf den Weg. Du gehst doch besser direkt nach Hause, oder? Deine Mutter sorgt sich bestimmt. Ja, ich gehe schnurstracks heim. Also, bis dann. Juhu, ich habe den roten Edelstein geschenkt bekommen. Und so kam es, dass ich dem Kleinen die Zugangskarten anvertraut. Okay. Erst danach ist mir klar geworden, was ich da eigentlich getan habe. Versprechen hin oder her, es gab keine Garantie, dass die Sachen geheim bleibt. Ich habe die Zugangskarten einem Kind anvertraut. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten unsere Verfolger es mitbekommen. Wenn sie davon erfahren hätten, wäre Furikon in großer Gefahr gewesen.
Als mir das klar wurde, bin ich sofort zurück in den Farbenwald. Doch ich kam zu spät. Bodikon war nicht mehr dort. Ja, wir müssen uns wohl irgendwie verpasst haben. Als du dort angekommen bist, müssen wir ihn wahrscheinlich gerade dort aufgelesen haben. Ich mag zu diesem Zeitpunkt zwar echt verzweifelt gewesen sein, aber wenn ich jetzt daran denke, welcher Gefahr ich den Jungen ausgesetzt habe. Mir waren danach auch ständig diese Verfolger auf den Fersen, sodass ich nicht mal nach ihm suchen konnte. Während ich auf der Flucht war, war ich die ganze Zeit krank vor der Sorge. Ein Glück, dass nichts passiert ist. Bitte, bitte, nicht weinen, Psyana. Ja, bitte nicht weinen. Du hattest selbst solche Angst, dass du einfach keine andere Wahl hattest. Und du hast dir trotzdem die ganze Zeit Sorgen um meinen Sohn gemacht. Danke. Und das Tolle ist doch, dass Fodikon sein Versprechen an dich halten konnte. Dieses Erlebnis hat ihn stärker gemacht. Er hat richtig was fürs Leben gelernt. Als seine Mutter bin ich dir dafür wirklich dankbar. Ist das nicht toll, Psyana? Psyana? Ja, ist doch alles wunderbar. Die Sache hat ein gutes Ende genommen. Sag doch mal noch, Tara. Was habt ihr beiden denn jetzt vor? Ach ja, jetzt, da du es erwähnst. Wenn es nicht zu sehr stört, könnten wir vielleicht noch ein Weilchen bleiben? Wenn wir Raststadt jetzt verlassen, werden wir sonst sicher gleich wieder angegriffen. Und weder ich noch Psyana sind derzeit in bester Verfassung. Ich denke wirklich, es wäre das Beste, wenn ihr noch ein wenig bleiben würdet. Natürlich könnt ihr bleiben. Ich erwarte so bald ohnehin keine anderen Gäste. Danke, Svarones. Das ist sehr freundlich von dir. Dann bleiben wir also noch ein Weilchen bei dir in der Herberge wohnen. Zahlen müsst ihr aber natürlich trotzdem. Das sollte klar sein, oder? Ja, natürlich ist das klar. Oha. Na, was für ein Wechselbad der Gefühle heute. Zum Glück ist Psyana wohl auf. Als ich Psyana zum ersten Mal begegnete, hatte ich den Eindruck, einem Pokémon gegenüber zu stehen, das mit allen Wassern gewaschen ist. Aber das ist nicht alles. Sie ist sehr gewissenhaft und gibt immer 100%. Doch ich hätte nie gedacht, dass sie so nah am Wasser gebaut hat. Was? Okay. Nachtara ist ebenfalls sehr zielstrebig. Die zwei sind mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Es bleibt niemandem verborgen, wie mit viel Ernsthaftigkeit sie bei der Sache sind. Und dann diese Zugangskarten, welche die beiden da forschen. Ganz zu schweigen vom Magna-Portal, das direkt in den Dungeon führt. Meine Stimme, Leute, ey. Jeden Augenblick, als ein gleißend heller Kreis aus Licht alles ringsherum durchflutete. Und den Anblick des Magna-Portals, das sich urplötzlich inmitten des Lichtermeeres auftat, hätte ich wohl meinen Lebtag nicht vergessen. Und das, obwohl Nachtara meinte, es sei doch noch unvollständig gewesen. Wie mag sich einem dieser Anblick dann erst in aller Vollkommenheit darbieten? Das möchte ich jetzt zu gern wissen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hey Doki, also ich habe mich gefragt, ob ich den beiden bei ihrer Forschung nicht ein wenig zur Hand gehen sollte. Was hältst du davon? Die Pokéball könnte ihnen doch mit Rat und Tat zur Seite stehen, oder nicht? Ja, das hört sich super an. Schön zu sehen, dass wir da ähnlich Ansicht sind. Dankeschön. Lass uns gleich morgen mit Nachtara darüber sprechen, okay? Dann wollen wir mal zusehen, dass wir heute noch eine Mütze voll Schlaf kriegen. Bis morgen, Doki. Träum was Schönes. Danke. Du auch, Teddy. Am nächsten Morgen aufstehen. Guten Morgen, Doki. Auch heute gehen wir wieder unser Bestes. Ja, machen wir. Nein, wir wollen noch nicht speichern. Das machen wir gleich. Und erstmal noch mit Nachtara reden. Doki, du weißt ja bestimmt noch, was wir gestern Abend besprochen haben. Also lass uns heute als allererstes mit Nachtara und Psyana sprechen, okay? Ich möchte beiden versichern, dass sie immer auf unsere Hilfe zählen können. Sie halten sich bestimmt bei Svarones in der Herberge auf. Dann wollen wir mal los, Doki. Ja. Erstmal... lagern ein paar Items. Ups. Das Wankelband. Die neue Sinnebeere. Das alles. Ja, auch die Schlüssel. Ich glaube, die brauchen... Obwohl, ich glaube, ich nehme sie mit. Komm.
Geld. Nehmen, haben gar nicht so viel. Jetzt haben wir 1000 Boke knapp. Ist okay. Oh. Muss nicht immer das gleiche reden, Morlord. Straucher. Können wir uns leider nicht leisten. Ich glaube, so viel bringt uns das eh nichts. Weil es ja von der Schwere des Pokémons abhängt, wie viel Damage diese Attacke macht. Soweit ich das noch weiß, ne? Glaube schon. Jo. Wir wollen gerne was kaufen, Kekleon. Der Trümmer auf Felsgrab. Ich glaube, wir können uns jetzt endlich mal einen Belebersamen, ne? Wir haben... Ja. Ewig keine Belebersamen gekauft. Eigentlich noch gar keinen, ne? Wir haben immer nur ein paar gefunden. So, dürfen oben sein, ne? Ja, nee. Hoch. Sie sind nicht hier. Wohin könnten sie nur gegangen sein? Vielleicht weiß Varonis ja, wohin die beiden aufbrechen wollten. Ja, gucken wir nach. Nach Tarumsiana? Die beiden sollten auf dem Hügel sein. Ich hielt es für eine gute Idee. Sie sind zwar noch nicht wieder völlig fit, aber etwas frische Luft kann nicht schaden. Alles klar. Danke für die Info, Svaronis. Gehen wir auf den Hügel. Oh, da sind noch Tarumsiana. Es ist für heute, für euch nicht ein bisschen zu früh, um wieder schon wieder auf den Beinen zu sein? Das habe ich mich auch gefragt. Aber allem Anschein nach geht es ihnen wirklich besser. Ja. Dank euch allen fühlen wir uns schon wieder viel besser. Außerdem dreht man dort komplett durch, wenn man immer nur ans Bett gefesselt ist. Gerade jetzt, wo unsere Forschungen doch so kurz vor ihrem Abschluss stehen. Ach wirklich? Das freut mich für euch. Nun, um ehrlich zu sein, genau deswegen sind wir auch hier. Gestern Abend habe ich mich mit Doki darüber unterhalten. Wir kamen zu dem Entschluss, dass wir euch gerne bei eurer Arbeit helfen würden. Wie bitte? Was haltet ihr davon? Könnten wir euch dabei behilflich sein? Und, ihr könnt uns auch ruhig sagen, wenn wir euch eher zur Last fallen würden. Nein, das ist es nicht. Ganz im Gegenteil. Ich wäre überglücklich, wenn ihr uns helfen würdet. Verstehe. Wo drückt denn der Schuh? Offen gestanden haben wir zwei uns letzte Nacht ebenfalls ein bisschen unterhalten. Und es gäbe da auch etwas, worum wir euch gerne bitten würden. Ja, das wäre? Ja, also... Was hielt ihr davon, wenn wir uns Team Pokebakt also euch anschließen würden? Was? Ihr wollt unserem Team beitreten? Ja, wenn wir dürfen. Der Wunsch, euch für eure Hilfe zu danken, ist natürlich mit einer der Beweggründe. Jedoch nicht der einzige. Denn wir benötigen in der Tat eure Hilfe, um unseren Traum wahr werden zu lassen. Wenn es uns gelingt, die Zugangskarten zu vervollständigen. Wenn es uns gelingt, die Zugangskarten zu vervollständigen. Das mag mal Portal planmäßig hierauf zu beschwören. Dann wäre es unser Wunsch, dass ihr uns zum Riesengletscher begleitet, Doki und Teddy. Was? Wir von Team Pokepakt. Wir werden mit Natarabsiana zum Riesengletscher aufbrechen? Ist das ernst? Was? Nanu, habt ihr alle heimlich unser Gespräch belauscht? Also ihr seid ja, seid mir ein feiner Haufen. Ich muss schon sehr bitten. Unsere Nachforschungen sind so gut wie abgeschlossen. Daher brauchen wir dabei auch keine Hilfe. Der Riesengletscher hingegen ist noch vollkommen unerschlossen. Wer weiß, was uns dort erwarten wird. Wir können uns auch alleine auf den Weg machen, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir auch wieder an einem Stück zurückkehren würden. Wenn wir allerdings euch von dem Pokebug an unserer Seite hätten, dann könnten wir unsere Aufmerksamkeit ganz dem Riesengletscher widmen. Es tut uns leid, falls unsere Bitte euch bei eurem Abenteuer etwas ungelegen kommt. Aber nicht im geringsten. Wir würden euch lieben gern begleiten. Das siehst du auch aus, Doki, ja? Ja, natürlich. Wer kann schon von sich behaupten, auf dem Riesengletscher gewesen zu sein? Das werden wir wohl dort finden. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich habe schon jede Menge neue Geschäftsideen. Bei dem Namen dürfen da doch voll tonnenweise Eis herumliegen, stimmt's? Dann würde ich ja vielleicht mein Haus aus Eis bauen.
Solltet ihr so irgendwas finden, das ich verarbeiten könnte, dann bringt es mir. Okay. Ey, Boss, es macht wirklich keinen Spaß, immer den Spielverderber zu geben. Aber noch ist nicht klar, ob sie überhaupt zum Riesengletscher aufbrechen können. Hä? Tja, Doki hat schließlich noch immer kein grünes Licht gegeben. Was? Ja, was willst du doch, Doki, hab ich recht? Ey, Moment mal, Doki. Dir kommen doch jetzt nicht ernsthaft Zweifel, oder? Haha, nach Tara, Psyana, nicht für ungut. Wir müssen nämlich auch wissen, dass sich Doki hier manchmal völlig grundlos den Kopf zerbricht und von Zweifeln geplagt wird. Gebt mir nur einen Augenblick, ja? Gut, dann spitze erstmal die Lauscher. Hör mir gut zu, Doki, okay? Die Erkundung des Riesengletschers, ist der Traum eines jeden echten Abenteurers. Doch niemand hat zuvor seinen Fuß auf dieses Terrain gesetzt. Wir wären so mit die Ersten. Ein solches Abenteuer darf man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Du kommst mit uns, ob du nun willst oder nicht. Wir lassen uns diese einmalige Gelegenheit nicht nehmen. Was ist denn bloß in ihn gefahren? Ich hab doch überhaupt nicht gezögert. Die quasseln ja auch alle durcheinander. Aber ich hatte den rechten Zeitpunkt verpasst, um zu antworten. Und wie entscheidest du dich, Doki? Bist du damit einverstanden, dass nach Darams Jana unser Team beitreten? Was soll ich bloß sagen? Aber natürlich will ich das. Aber natürlich. Doki, super, dann wäre das ja geklärt. Nach Tara, Psyana, vom heutigen Tage an seid ihr beiden offizielle Mitglieder unseres Teams. Hurra! Von nun an sind wir also Freunde. Es ist mir eine große Freude, nach Tara und Psyana. Es ist doch immer wieder schön, neue Freunde zu gewinnen, stimmt's? Willkommen im Team, ihr zwei. Vielen Dank. Wir sind überglücklich, nur ein Teil eines so tollen Teams zu sein. Tausend Dank, ihr lieben Freunde. Nun, es fällt mir schwer, euch das direkt nach dieser netten Aufnahme zu sagen. Aber wie eben bereits erwähnt, unsere Forschung ist fast abgeschlossen. Für den Moment also möchten wir sie unbedingt zu Ende bringen. Ey, wir verstehen schon. Wir sehen das ähnlich, müsst ihr wissen. Momentan hat eure Forschung Vorrang und dabei können wir euch halt nicht helfen. Daher ist es auch kein Problem, wenn ihr fürs Erste nicht an Einsätzen teilnehmt. Super, das ist eine große Hilfe. Sobald die Forschung abgeschlossen ist und die Zugangskarten komplettiert sind, lassen wir euch umgehend wissen. Ja, für mich bitte auch. Ich würde zu gern mit eigenen Augen sehen, wozu diese Zugangskarten imstande sind. Oh ja, ich will mir auch nicht entgehen lassen. Kein Problem. Ja, na super. Und in der Zwischenzeit erledigen wir ein paar Jobs vom Infobrett. Ihr könnt euch so lange ganz eurer Forschung hingeben, hört ihr? Wenn die Zugangskarten dann erst einmal fertig sind, brechen wir alle gemeinsam auf. Und zwar zum Riesengletscher. Hurra! Alles klar, Leute, wir haben Nachtara und Psyana am Team. Wie cool. Schön, ich liebe Nachtara. Dieses Pokémon ist super. Vielleicht ersetzt es ihr Molga. Ich weiß es noch nicht. Ich denke nicht, nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!